Ha, heute gibt es mal eine Folge Everdale und ja, als erstes zeige ich euch mal, was die Arbeiter machen. Einer farmt Stein, dann kann ich vielleicht später mal so eine Task für Stein annehmen. Das ist, denke ich, eine recht gute Idee, weil da ist noch einiges offen bei uns. Hier erforsche ich gerade, das kann ich dann später nochmal zeigen, was genau. Einer farmt Kürbisse, also Suppe, und einmal das Clay-Lager voll machen noch. Genau. Und der andere Arbeiter kann hier gerade Wolle farmen, weil da bin ich gerade ziemlich pleite mit Wolle. Ja, genau. Das war es soweit von meinen Arbeitern. Dann schaue ich hier mal bei Otto rein. Der will 10 Holz. Der will Cotton, der will Eier, der will Clay, eine Socke, ein Berry Pie. Die 5 Pilze, noch mehr Karten und die 2 Honey Cookies zum Schluss. Ich konnte wieder alles abschließen. Perfekt, dann kriege ich wieder die Box mit 60 Rollen, 3 Gems und 183 Coins. So. Dann kann ich hier gerade im Dorf nicht mal was upgraden. Hatte ich aber auch nicht vor, ehrlich gesagt, weil das habe ich jetzt dann eh für die Belly raus noch. Ja genau, schau ich mal, wo ich das raushauen kann. Da steige ich doch hier mal ein bisschen dazu bei. So, wie viel Geld habe ich noch übrig? 217. Kann ich das hier noch schnell machen? Und dann ist mein Gold auch schon wieder weg. Oder zumindest das allermeiste. Ja, was ist Neues passiert in der Valley? Also wir haben das Salzfeld angefangen zu bauen. Was ich auch erforscht habe in meinem Study, ist hier, dass ich hier erforschen kann, also Education. Da kann ich jetzt hier erforschen, aber das kostet mich sogar was, das habe ich gar nicht davor gewusst. Hier Level 1 sieht man unten, das kostet mich einfach 1000 Gold, also wenn ich hier drauf gehe zum Beispiel, dann wird es mir auch schon angezeigt. Den zu trainieren würde 1000 Gold kosten und es dauert einfach eine Stunde. Ich weiß gar nicht, wie es hier ist, habe ich noch gar nicht nachgeschaut. Ja, das ist dasselbe. Genau. Dann, was ich noch zeigen wollte, weiß ich nicht, ob ihr das schon wusstet, ist eine Kleinigkeit, aber habe ich rausgefunden, wenn man hier auf Info geht, sieht man hier das Gebäude in der nahen Ansicht und man kann hier noch so sich bewegen. Fand ich recht nice, wollte ich mal im Video zeigen, habe ich entdeckt. Ja. Dann. Achso, ja, was ich auch noch sagen wollte, das Salzfeld wird ja hier gerade constructed. Und ich bin, schätze ich mal, der Einzige in der Valley, der schon Salz hat. Weil ich davor ja in der Valley war, wo wir das schon hatten, das Salzfeld. Das heißt, ich habe hier auch schon Salz. Hier. 21 Stück. Ja. Genau, dann kann ich nochmal hier schnell zeigen, wie weit ich in der Study gekommen bin. Also was ich schon erzählt habe. Ich habe Education gar erforscht. Dann kann ich die quasi auch fortbilden. Und jetzt habe ich hier den einen auf Level Up Home angesetzt, das zu erforschen. Ja. Genau. Dann. Schaue ich mal, wie ich mich da hier unten direkt durchforschen werde. Ich habe mir halt gedacht, das geht am schnellsten von den Vieren. Und dann erforsche ich das mal zuerst. Ja, genau. Ja. Dann. Ich kann nochmal hier schnell in den Statistiken schauen. Okay, die Suppe steigt wieder an. Ich habe auch einige Tränke wieder rausgehauen. Also ich habe ja einiges auch wieder produziert. Ich habe durch die eine Kiste meinen Trank bekommen. Nämlich den. Den habe ich ja eigentlich noch nicht erforscht. Aber ich habe einige Tränke auf jeden Fall rausgehauen. Ich hatte, glaube ich, ungefähr 20. Habe heute ewig viele Tränke rausgehauen. Ja, dann bin ich schneller vorangekommen. Das ist nur so als Randinformation. Und ich habe das Warenhaus ja auch noch fertig geupgradet. Da kann ich jetzt hier 60 Cotton lagern, 60 Wolle, 25 Figuren und 15 Socken und 15 Hosen, also ist schon mal
Auf jeden Fall genug Lagerplatz, würde ich sagen. Ja, dann würde ich eigentlich sagen, war's das auch schon wieder mit dem Video. Lass gerne ein Like da, lass gerne ein Abo da und gerne einen Kommentar da lassen. Ich würde mich freuen und ciao.